Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video von Hype 70.0. Das ist die Kanalvorstellung von Micros One bzw. Puddles, wie ihr oben schreibt. Und zwar schauen wir uns jetzt direkt mal an seine Überbox und er schreibt hier: Oh mein Gott, noch ein Let's Player. Doch keine Angst, ich bin nicht 13 Jahre alt, ich habe keine Piepstimme, ich Let's Play kein Minecraft, überzeugt euch selbst. Und dann die aktuellen Projekte, die stimmen zwar nicht ganz, weil er spielt zwar The Legend of Zelda, aber Call of Duty 1 habe ich bei ihm jetzt auf jeden Fall zumindest auf dieser ersten Seite nicht gesehen. Ich habe Call of Duty Black Ops 2 gesehen. Also würde ich vielleicht die 1 wegmachen, dann ist es generell Call of Duty, dann stimmt es wieder. Dann schauen wir uns den Hintergrund an. Der Hintergrund passt ehrlich gesagt nicht ganz zu dem Inhalt deines Kanals, weil vor allem hier Sonic, Donkey Kong und so weiter passt nicht ganz dazu, Super Meat Boy und Portal. Ich würde mal einfach mit dem Hintergrund vielleicht ein bisschen den Hintergrund immer wieder mal ändern, wenn du ihn selber machst, beziehungsweise einfach mal deinem Designer sagen, er sollte vielleicht mal ein anderes machen, dass er einfach immer ein bisschen aktueller bleibt, dass du halt immer so ein bisschen wechselst. Ich weiß, es ist viel Arbeit, aber ich habe es auch geschafft, mich ein bisschen reinzuarbeiten, beziehungsweise jemanden dazu zu bringen, Kanaldesigns zu machen und dann auch mal das zu wechseln, wenn dann irgendwann mal ein Projekt zu Ende ist. Und so Überbox muss ich sagen, ich würde jetzt nicht unbedingt das reinschreiben, dass du jetzt nicht 13 Jahre alt bist und so weiter und so fort. Es ist zwar ein netter Gag, aber ich würde doch eher noch, wenn du das schon drinstehen hast, dann würde ich auch ein bisschen was über dich reinschreiben. Das heißt eigentlich die über dich Box. Dann würde ich mir vielleicht hier oben statt Kanal von irgendwie entweder nur den Titel hinschreiben oder mir irgendwie einen Spruch ausdenken, vielleicht irgendwie wie ein Werbeslogan an sich, weil dafür ist es an sich gedacht, da kann man das dann oben einfach reinschreiben. Dann zu den Thumbnails. Was mir bei den Thumbnails aufgefallen ist, sie sind bei dir jetzt relativ, ja, zufällig, weil wir haben hier einen relativ weißen und hellen, wir haben hier das Logo, wir haben hier die Nummer der Folge und wir haben hier dann sozusagen noch eine Person. Wir haben jetzt hier beim Multiplayer von Black Ops 2, haben wir jetzt hier oben die Zahl, haben hier das Logo ganz groß, haben den komplett flächigen Hintergrund, was dunkel gehalten ist, und haben hier noch den Zusatz Multiplayer. Sieht an sich ja sehr schön aus, passt aber kaum zusammen, vor allem wenn man dann den Singleplayer nimmt, da steht dann die Zahl wieder hier. Da ist dann auch wieder die Raute davor, hier ist sie nicht davor. Ich würde das alles ein bisschen einheitlicher gestalten oder irgendwie, dass du irgend so ein Markenzeichen darin hast. Und auch in so Infovideos oder sowas würde ich dann trotzdem hingehen und den Hintergrund irgendwie ähnlich lassen, damit man irgendwie so eine Verbindung hat. Vielleicht nutzt du einfach mal die weiß-roten Streifen von deinem Hintergrund, sozusagen als ein bisschen als Markenzeichen, das du ja hier auch so ein bisschen hast, was ein bisschen ähnlich ist, so ein bisschen als Hintergrund, damit das Ganze so ein bisschen einheitlich wird. Das finde ich, sieht dann einfach besser aus. Dann kommen wir noch zum Gesamtdesign. Ich muss sagen, Gesamtdesign ist nicht so hundertprozentig vorhanden. Man sieht zwar hier, man hat hier das Rot wieder dabei, man hat hier das Rot wieder dabei und man hat im Avatar oben das Rot mit dabei, was ja auch bei YouTube an sich das Rot dabei ist. Und man hat es auch hier im Super Meat Boy, aber wirklich, ist nicht wirklich so ein Zusammenhang. Das fehlt halt ein bisschen. Ein Upload-Plan an sich hast du auch nicht, auch wenn du relativ viel sogar hochlädst. Hier zwei Videos an einem Tag, da wieder ein Video, noch ein Video, noch ein Video, noch ein Video, noch ein Video und jeweils nur einen Tag Abstand. Ist alles kein Problem. Wir schauen uns jetzt ein Video von ihm an, und zwar habe ich mir jetzt einfach mal Black Ops 2 Multiplayer angeschaut, beziehungsweise rausgesucht. Er hat sogar in 1080p hochgeladen, aber dadurch, dass das Video hier nur in 720p hochkommt, schauen wir uns das in 720p an. Ich habe es schon mal vorladen lassen. Leute, die mich kennen, wissen, dass ich ein verdammtes Holz-Internet hab und mal sehen, wie gut er ist im Multiplayer. Wir schauen uns einfach mal ein bisschen einen Part an, weil das kann ich relativ gut bewerten, weil ich ja selber sozusagen Videos von Black Ops 2 gemacht habe. Ja, normal. Machen wir einfach noch ein normal wieder. So war es auch eingestellt. Ich hoffe einfach mal, das fuckt oder spackt jetzt nicht mehr rum, weil das war gerade irgendwie komisch. Und Carrier, ja, ist mir recht von mir aus. Sollte eigentlich mit meinem Zielsuch Gedöns, Waffen, Dingens, Teil, ja. ach Mann, ey.
Ganz ehrlich, manchmal frage ich mich, ob ich... Zum Glück gucke ich meine eigenen Videos nicht, sonst würde ich irgendwie in die Kommentare schreiben, Typ, du hast einen Schatten, du laberst nur Scheiße. Ist echt so. Ich habe ja keine Ahnung, was ich gerade sagen wollte. Ist egal, wir legen los. Carrier, letzte Runde für diese Aufnahme-Session. Haru und so, ne? Spiel beginnt in 9, 8, 7, 6, 10, 20, 3 und 5. So, dann breche ich jetzt einfach mal hier ab, was man schon mal sagen kann, zur Qualität, mit 1080p bist du auf jeden Fall auf der richtigen Seite, das ist so das Optimum auf YouTube, man kann natürlich noch ein bisschen mehr machen, aber so groß wäre dann nicht mal mein Bildschirm und ich habe schon 24 Zoll, also mehr braucht man da nicht machen. Dann, was ich schon so gesehen habe, ist deine Sprache oder deine Sprachqualität sehr gut. Also besser als bei mir, würde ich sagen. Und du übersteuerst auch kaum, auch wenn der Inhalt deines Geräts nicht unbedingt so sinnvoll ist. Aber ehrlich gesagt, wer bei Call of Duty Black Ops 2 noch wirklich gerade reden kann oder gerade denken kann, der macht irgendwas falsch und hat wahrscheinlich die schlechteste KD der Welt. Aber zur Lautstärke kann ich sagen, ich würde vielleicht generell so ein bisschen deine Stimme und das Spiel zusammen ein bisschen lauter machen, weil es klingt für mich so ein bisschen, als wäre das Video ein bisschen leiser, als wenn ich jetzt von jemand anders das Video anschaue. Ist aber nichts Weltbewegendes. Musik hast du nicht eingebaut. Es ist, wenn dann, die Menümusik eben von Black Ops 2. Und dann schauen wir uns die Beschreibung an. Hier hat er sein Facebook verlinkt. Wobei ich hier den Tipp gebe, es sieht immer unschön aus, wenn es immer so gebrochen ist. Deswegen würde ich immer den Link sozusagen, wenn das so lang ist, drunter packen. Dann hat er hier eben hier sein Skype. Auch eine gute Sache, das einfach mal reinzuschreiben. Und dann, was ich hier sehr toll finde an der Beschreibung, Call of Duty Black Ops 2, Ego-Shooter von Activision aus 2012 und ein Link zu der Homepage. Warum du dann das noch drunter schreibst, ich weiß es nicht. Es könnte einfach mal jemand drunter schreiben und mir erklären, warum es so ist. Aber ich verstehe es im Normalfall irgendwie nicht, warum ich da noch drunter schreibe, dass es ein Let's Play ist und dass es von dir ist. Weil es ist ja auf deinem Kanal und welches Jahr es rausgekommen ist, sehe ich ja hier. Also ich sehe es ja veröffentlicht am 28.01.2013. Auf jeden Fall gefällt mir gut, dass du einen Link drin hast, dass wenn irgendjemand Black Ops 2 möglicherweise nicht kennt, ja, solche Menschen soll es geben, dass er einfach hingehen kann, sich auf dem Link dann schlau drüber machen kann und sich das einfach mal anschauen kann. Also die Tags hast du nicht in deiner Videobeschreibung, die Kategorie Spiele ist auch okay. Also alles kein Problem, wir kommen jetzt zum Fazit. So, dann willkommen beim Fazit. Qualitätsmäßig muss ich sagen, da hast du ordentlich was vorgelegt, vor allem sprachtechnisch. Und mit 1080p, gut, dass du das Internet hast, das hochzuladen überhaupt, weil ich hab's zum Beispiel nicht. Da gibt's eine 1 Plus dafür. Dann die Idee, muss ich sagen, Black Ops 2, naja, ist nichts Besonderes. Ich würde mich da selber auch nicht so hoch einschätzen, deswegen gebe ich da eine 2 Minus. Auch Zelda kann ich da nicht hochziehen, weil einfach so viel Black Ops 2 hintereinander kam, dass da weniger Abwechslung dazwischen war. Zum Konzept muss ich sagen, mit dem Thumbnail und dem Hintergrund, das passt nicht ganz so zusammen, da muss ich dir leider eine 3 geben. Dazu kann ich auch gleich mal sagen, dass je besser der Kanal an sich schon ist, qualitativ, desto stärker wird sozusagen meine Kritik, weil je stärker meine Kritik ist, beziehungsweise je besser der Kanal ist, desto weniger gibt es überhaupt zu kritisieren. Und deswegen muss ich das eben stärker herausheben, damit eben der gute Kanal noch besser wird. Ein schlechter Kanal oder beziehungsweise ein weniger guter Kanal muss dabei erst die Grundlagen sozusagen kennen und man darf ihn dabei nicht fertig machen. Deswegen gebe ich dir bei Konzept jetzt eine 3. Für die Zukunft muss ich sagen, ja, man muss sehen, wie es bei dir sich entwickelt. Ich weiß nicht, wohin du jetzt willst, ob du eher in den Shooter-Bereich willst, eher in den Nintendo- bzw. Zelda-Bereich oder ob du beides machen willst und ob das vereinbar ist, das kann ich schlecht abschätzen. Ich gebe auf jeden Fall schon mal eine 2. Und für die für Social Media muss ich sagen, Facebook ist ein bisschen wenig und du hast da noch zwei Kanäle bzw. einen Kanal und irgendeine Homepage dazu verlinkt. Und ich kann damit nicht viel anfangen, wie du da in Verbindung stehst. Da wäre vielleicht eine Information irgendwo in der Überbox oder irgendwo so ein bisschen ja, wegführend dafür. Das wäre echt nicht schlecht, wenn du da irgendwas dazu schreiben würdest, wie du da jetzt mit dabei bist. Und als Gesamtnote gibt sich dann eben eine 2.